Viele Spirituellen und Philosophen sind der Meinung, wir sind Seele und wir inkarnieren als Seele. Das sehe ich anders. Wir sind in erster Linie Bewusstsein. Und unser Bewusstsein drückt sich im Geist aus, den wir hier verkörpern, in der Materie. Das heißt, nicht mal der Geist ist real, weil selbst der Geist wird geschaffen vom Bewusstsein, den wir hier brauchen, um in der Materie zu leben. In aller letzter Konsequenz sind wir reines Bewusstsein, formloses Bewusstsein, ohne Form, nicht mal Geist. Wenn wir inkarnieren, brauchen wir einen Geistkörper, weil unser Bewusstsein einen Körper braucht. Das ist der Geist. Mit dem inkarnieren wir ins Fleisch, in Karne. Und die Seele muss nicht unbedingt dabei sein, weil es inkarnieren ja auch Reptiloiden und in Menschenkörpern, die keine Seele haben. Also brauche ich keine Seele, um zu leben. Ich brauche nur Geist, weil der Geist letztendlich aber auch die Verbindung zum Göttlichen ist. Also jedes Lebewesen ist mit Gott verbunden. Jedes Lebewesen. Durch den Geist, weil auch Gott Geist ist und Bewusstsein. Also.